Moin, liebe Top-Familie und ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer neuen Folge von My Little Pony. Meine Lieben, wir sind bei Folge, das Gold, 14 angelangt. Die da heißt Fame and Misfortune oder eben auf Deutsch das Glück der Beliebtheit. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber Fame and Misfortune, wenn man das jetzt richtig natürlich wörtlich übersetzt würde, heißt es ja im Fame, also in Berühmtheit. Wartet mal eben ganz kurz. Ich glaube, ich muss diesen. Wenn es ist, dann muss ich mich muten, deswegen. Aber es geht wieder. Also Ruhm und Miss Fortune und Pech, würde ich jetzt mal sagen, zugleich. Ich bin gespannt, was in dieser Folge passiert. Das kann nur, glaube ich, lustig werden. Denke ich mal. Von daher, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und dann würde ich sagen, starten wir rein mit dieser Folge. Ups, tut mir leid, Prinzessin Twilight. Das war eigentlich für Sie gedacht. What the fuck? Oh, lecker. Tula Rula, Coconut Cream, was hat das zu bedeuten? Diese Torte war für meine Ex-Freundin. Ich bin nicht deine Ex-Freundin. Du bist meine Ex-Freundin. Hä? Hört beide sofort auf! Ich hoffe, ihr versteht, dass Freundschaften nicht immer leicht sind. Aber ohne Zweifel sind sie es wert, um sie zu kämpfen. Oh, oh schön. Das kenne ich irgendwoher. Oh. Oh. Wir haben zumindest eine Ahnung, in welche Richtung es gehen kann. Starlight! Hier ist es. Was ist das? Komm schon, Starlight. Beurteile kein Buch nach seinem Einband. Dieses Freundschaftstagebuch haben meine Freundin und ich geschrieben. Darin steht alles, was wir gelernt haben. Auch Freundschaften sind nicht immer leicht. Das sind die Briefe, oder? Das sind diese ganzen Sachen, die sie selbst geschrieben haben, oder? Also, die Folge heißt Das Glück, Unglück der Beliebtheit. Ich habe zumindest eine Ahnung. Ich sage Folgendes voraus. Ja, ich sag mal, das haben ja schon ein paar von euch geschrieben. So von wegen, ja, das ist ja immer eigentlich vorherzusehen. Nicht immer. Nicht immer ist ja immer alles vorherzusehen. Aber ich sage Folgendes. Ich glaube, dass Twilight jetzt nur allen helfen, weil irgendwie jetzt alle helfen will und will irgendwie, keine Ahnung, was, und will allen irgendwie daraus vorlesen, wirklich, sie will alle Ponys zusammenrufen und das sorgt dafür, dass alle das erst gar nicht verstehen und dann es doch verstehen. Das ist meine Theorie, weil ich glaube, sie will das irgendwie mit allen teilen. So von wegen, was heißt es eigentlich, eine Freundin zu sein, eine Freundschaft wieder aufzubauen, hilfsbereit zu sein, aufrichtig zu sein. Ich glaube, darum geht es. Echt, aber ohne Zweifel sind sie es wert, um sie zu kämpfen. Ich beurteile nur diesmal ein Buch nach seinem Einband. Der war gut. Ich habe hier nicht mehr viel drin, aber meine Lieben, Prost! Abenteuer, Spaß im Spiel und etwas fürs Herz, von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein und obendrein gibt Zauberei. Meine herrlichen Ponys, meine allerbesten Freunde, seid ihr. Friendship is magic. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich habe eine Überraschung für euch. Was denn, Twilight? Muss ich mich darauf vorbereiten? Nein. Oh, was ist das denn? Und wieso muss es so stinken? Hey, ein Momentchen. Unser altes Freundschaftstagebuch, das habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Hui, es wirkt irgendwie etwas überreif. Lass mal sehen. Da steckt ein zerquetschter Apfel in Applejacks Lektionen. Und Fluttershy sind so klein geschrieben, dass man sie kaum entziffern kann.
Ich wollte, dass eure Lektionen auch noch Platz haben. Aber ich weiß überhaupt nicht, was das bedeutet. Das nennt man Kalligrafie, Herzchen. Wenn das Kalligrafie so etwas notiert, sollte es auch wunderschön aussehen. Sieht aus, als wärst du bei deinen Lektionen etwas aggressiv gewesen, Rainbow Dash. Was soll ich sagen? Wenn ich was lerne, dann mit vollem Elan. Das war Pinky. Das waren wohl Pinkys Lektionen. Überraschung. Das war nicht die einzige Überraschung. Alles soll kopiert werden, für jeden und neu. Starlight und ich haben für jede von euch ein Tagebuch angefertigt. Das ist ja fantastisch. Eine perfekte Kopie. Ich habe den Zauberspruch vor Jahren gelernt, als ich Kopien von einem gewissen... Ja, wir wissen's. Manifest brauchte. Manifest. Noch besser als eine perfekte... Manifest, eine sehr gute Serie, kann ich euch nur empfehlen. Läuft auf Netflix, insgesamt 5 Staffeln, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Und wirklich eine tolle Serie mit einem, und das muss man sagen, mit einem runden, schönen, emotionalen Ende, kann ich euch nur empfehlen. Hat Elemente auch von Lost mit drin. Es geht um ein Flugzeug auf jeden Fall und um Zeitsprünge. Der Rest erklärt sich in der Serie von selbst. Deswegen schaut euch die Serie an, kann ich euch nur empfehlen. Guck mal, hier direkt Werbung rausgehauen. Perfekt, oder? Perfekte Kopie. Oh, diese Lektion hätte ich ja fast vergessen. Könnt ihr euch an die erinnern? Da habe ich Erin Du geholfen. Man sollte niemals die Macht von Freunden unterschätzen, die dich jederzeit unterstützen. Und Cheese Sandwich Party Planner. Die Juli-Geburtstagsparty. Als Twilight mir das Tagebuch gezeigt hat, hatte ich so viel Spaß darin zu lesen, da musste ich mir einfach eine Kopie anfertigen. Und das bringt mich zum zweiten Teil der Überraschung. Ich habe eine Idee. Was würdet ihr davon halten, wenn wir allen Ponys unser Tagebuch zur Verfügung stellen? Denn nein, unsere Lektionen in ihre Hufe bekommen, das finde ich nicht richtig. Davon profitieren. Also, ich finde deine Idee großartig. Ich wäre dabei. Yay! Wollten wir das nicht schon immer tun? Klingt fabelhaft. Ich bin unglaublich. Oh ja, eine gute Idee. Ich bin unglaublich. Ich dachte so, ey, was kommt denn jetzt? Ich sehe das gerade zwiegespalten. Also darauf, das hätte ich nicht gedacht mit dem Kopierungszauber und jetzt mit den Büchern. Und wir sehen jetzt hier schon so leicht im Hintergrund, bei dies, jetzt hier so beim transparenten Bild, dass jetzt hier mehrere hinkommen und gleich diese Bücher übergeben werden. Ich finde das nicht richtig und ich sage euch, aus welchen Gründen. Und ich finde, das kann man nicht auf die Realität jetzt beziehen, sondern ich beziehe mich jetzt wirklich nur ganz auf diese Serie. So, weil manchmal kann man ja schon so einen guten Bezug jetzt zur Realität herstellen. Das Problem, was ich hier sehe, ist folgendes. Die alle haben sehr viel erlebt und das waren ja so die Staffeln 1 bis 4, / 1 bis 5. So, da ist ja, sag ich mal, dieses ganze Konstrukt von Twilights Briefen und dann ja auch mit dem Tagebuch, was dann ja alle geführt haben, entstanden. So, und das sind deren Geschichten, das sind deren Gefühle, deren, ja, deren Emotionen, die ja mit in diesem Buch sind, was eben diese Main Six miteinander verbindet. Dass Twilight das Starlight mit reinbezieht, ist okay. So, weil Starlight kann man mittlerweile vertrauen. Ich dachte nur deswegen, weil eben ja wieder diese Anspielung war wegen Kopieren. Ich habe ja vor langer Zeit, jedenfalls. Jetzt kann ich das nur so in dem Sinne doch ein bisschen auf die Realität beziehen und sagen, ich würde ja auch nie in Realität, auch wenn die alle kennen, aber ich sag mal, ich würde jetzt nicht in Realität meinen Bekannten oder ein paar Fremden Kinderfotos von mir geben. Das ist jetzt natürlich sehr übertrieben dargestellt, aber dann denke ich mir so, das ist etwas Privates. Was die eher machen könnten, meiner Meinung nach, wäre halt wirklich, dass die vielleicht sagen, ihr habt ein Freundschaftsproblem, dann kommt zu uns. Weil ich glaube, selbst wenn welche eben dieses Buch haben, die würden das nicht verstehen. Und das ist ja eben dieser Punkt. Die alle verstehen, was
was es heißt, eben aus dieser Moral, aus diesen Geschichten, einen gewissen Schluss zu ziehen, ein Resümee eben zu beziehen, um eben zu sagen, das ist richtig, das ist falsch. Und ich glaube, das würden andere nicht verstehen. Und die Folge heißt, wie gesagt, das Unglück der Beliebtheit, war ja, glaube ich, genau, der Beliebtheit. Ich könnte mir vorstellen, jetzt nur aufgrund des Titels, nur deswegen, dass alle jetzt die Taten von denen feiern, aber nicht die Botschaft verstehen. Und das ist das Problem, glaube ich, was diese Folge und diese Entscheidung jetzt von denen mit sich zieht. So. Oh, das finde ich nicht richtig. Oh oh. Ja. Oh oh. Ich sehe das gerade ganz kritisch. Da. Gehört. Ihr solltet kurz unterbrechen und Rainbows Lektion über Rainbow Falls lesen. Das könnte helfen. Ja klar, Prinzessin. Danke, Twilight. Das Freundschaftstagebuch macht uns echt total beliebt. Oh. Wir wollen ja einen Schönheitsflecken-Club Sommercamp veranstalten. Jetzt sind wir uns sicher, dass sich dafür ganz viele Ponys anmelden. Das wird der Oberhammer. Das ist nicht das. Das ist wirklich eine tolle Idee. Ja, aber das. Aber das Freundschaftstagebuch soll nicht zu Werbezwecken dienen. Ja, aber das ist das Ding dabei. Ich kann nur hoffen, dass die Fohlen durch unsere Lektionen noch etwas lernen. Aber sicher, ganz bestimmt werden alle Ponys in Equestria etwas. Oh oh. Hallo. Kann ich euch helfen? Wir kommen den weiten Weg aus Philadelphia, weil wir eine Ausgabe des Tagebuchs haben. Wow, Philadelphia. Das ist wundervoll. Was ist eure Lieblingsfrage? Kann ich ein Autogramm haben? Oh, ja, ich denke schon. Also, wie fandet ihr die Lektion? Oh, die haben wir nicht gelesen. Das Buch ist ein Andenken. Wir wollen es in gutem Zustand erhalten. Oh. Wow, die Reise hat sich gelohnt. Ich habe ein Autogramm. Das seht ihr? Ja. Keine Sorge, Twilight. Sicher lassen sich andere Ponys davon in Freundschaftsdingen inspirieren. Also ich wurde durch das Freundschaftstagebuch geradezu erleuchtet. Ich ebenfalls. Ich sehe jetzt Seiten an den Ponys, die ich vorher nicht kannte. Aber Rarity hätten sie weglassen können. Sie passt einfach gar nicht zu den anderen. Oh, finde ich auch. Wofür hält die sich? Klar hat sie das Ponyville-Tage-Festival organisiert, aber glaubt sie, der Erfolg des Festes ging auf ihr Konto? Ja. Also bitte. Oh mein Gott. Das ist das Problem. Ihr hättet das nicht so machen dürfen. Das war... Oh, arme Rarity. Sie hat all die gemeinen Dinge gehört, die Ponys gesagt haben. Sie muss sehr traurig sein. Ich gehe ihr mal hinterher. Geh ruhig. Ich werde mal mit den beiden ein Gespräch führen. Rarity, warte! Twilight, das ist fantastisch. Unsere Tagebücher sind überall. Pinky, ich muss... Wir sagen ständig Ponys, dass sie meine Lektionen höchst amüsant finden. Ein Pony kam sogar extra aus Las Pegasus angereist, um mir das mitzuteilen. Nicht wundern, ich mach meine Flasche auf, ich mute mich kurz. Ein paar Ponys von dem Buch inspiriert sind. Hey, seht doch, da ist Pinkie Pie, die Lustige. Sophie Beck ist das Allerbeste. Ja, zumindest eine positive Reaktion. Ich glaube, Rarity ist durch diese ganze Sache ziemlich getroffen. Oh, ja, mal schade. Moment, das war doch gar nicht lustig. Okay, gut, dann sehen wir uns wohl später. Ja, und jetzt kommt die Auswirkung. Twilight. Typisch Pinky.
Oh oh. Und jetzt zieht sich das alles wie so ein Gummiband. Sollten wir für heute aufhören. Ich habe alle Twilight Sparkle-Lektionen rausgerissen, weil sie von den Guten abgelenkt haben. Hast du etwa Lektionen übersprungen? Das sind doch alles wertvolle Erfahrungen. Hey, ich habe eine tolle Idee. Redet doch einfach mal ein Weilchen mit Twilight. Dann kann ich wenigstens wieder arbeiten und schlafen und naja, auf jeden Fall was anderes machen. Wir haben aber keine Lust auf ihre langweiligen Lektionen. Komm schon, erzähl lieber von deinem Treffen mit Daring Du. Schon wieder? Ich habe euch schon alles erzählt. Mindestens ein Dutzend Mal. Wir bekommen gar nicht genug davon. Du willst doch nicht deine Fans enttäuschen. Naja, aber ich muss unbedingt diese dunklen Gewitterwolken einfangen. Oh, cool. Wir kommen mit und du erzählst uns dabei die Geschichte. Oh oh. Oh nein, was ist jetzt wieder los? Lass mich einfach in Ruhe. Fluttershy, was ist passiert? Wir wollen antworten. Ja, wir haben ein Recht darauf. Was ist denn los, Ponys? Wir wollen wissen, warum Fluttershy immer wieder dasselbe lernt. Sei selbstbewusst. Ich habe in meinem Leben mehr gelernt als sie. Wieso stehe ich nicht im Buch? Was? Wirklich? Ihr beleidigt meine Freundin, weil ihr euch wichtiger fühlt? Schon okay. Ich kläre das, Mädels. Aufgepasst! Ich bin selbstbewusster. Und ja, das hat eine Weile gedauert. Aber könnt ihr behaupten, dass ihr etwas lernt und es dann sofort umsetzen könnt? Ha, das glaube ich kaum. Wow. Gut. Du bist ganz anders als die Fluttershy im Buch. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Tja, das hätte ich mir fast gedacht. Es scheint, als würden die Ponys in Equestria die Freundschaftslektionen überhaupt nicht verstehen. Nee, weil die euch dahinter sind und nicht die Lektion. Was machst du denn? Ach du Scheiße, hab ich mich gerade erschrocken. Ich weiß nicht, ich stress mich. Du stress nähst? Ja, weil sie frustriert ist. Alter, hab ich mich. Ich dachte gerade, was ist jetzt mit Rarity los? Alter Schwede. Am besten müsste Twilight einen Zauberspruch machen. Hokus Pokus. Und dann so in etwa, dass sie genau diesen Tag vergessen und die Entscheidung nicht treffen, dass die das mit anderen teilen, sondern nur jede von ihnen das Buch hat. Weil die nicht verstehen, was das für Lektionen sind. Das hätten die eher machen sollen. Die hätten das die machen dürfen. Als ich die zwei vorhin hörte, habe ich verstanden, wieso ich seit Tagen Stornierungen erhalte. Was? Wieso stornieren die Ponys ihre Bestellungen? Wieso? Weil mich kein Pony mehr mag. Sie boykottieren mich. Nein! Ich bin sicher, wenn ich mit ihnen rede, sehen sie ein, wie unvernünftig sie sind. Oh. Ich brauche 100 Decken und zwar sofort. Entschuldige, Twilight. Kommen sofort für das Pony, das mich immer noch mag. Und ich brauche nichts Schickes. Aber was ist denn Applejack? Ich bin berühmt, Twilight. Ich bin berühmt und es gefällt mir kein bisschen. Du gehst hinterher. Ich bleibe hier. Den einen gefällt's, den anderen nicht. Oder allen gefällt's eigentlich nicht, was passiert ist. Oh mein Gott, und dann sind da so Öko-Freaks und umarmen einen Baum. Applejack, wer sind denn all diese Ponys? Sie nennen sich selbst die Sweet Apple-Bewunderer. Und dann noch so Amish-Ponys. Ich krieg die Krise. Und jetzt wollen sie tatsächlich Teil der Familie sein. Deine Tagebucheinträge? Du weißt schon, ich habe geschrieben, Freunde sind wie Familie und so weiter. Kannst du sie nicht loswerden? Meine eigene Familie rausschmeißen? Granny Smith! Warte! Lass mich dir helfen! Da vorne ist sie! Yeah!
Oh mein Gott. Ich wünschte, wir hätten das Buch nie veröffentlicht. Ja. Kannst du das nicht bitte rückgängig machen, Twilight? Ich glaube, das wäre für alle Beteiligten schlau. Da bist du ja. Okay, ich war bei Rarity und ich glaube, es geht dir besser und... Oh wei. Du starrst aus dem Fenster. War so hart auf Sweet Apple Acres. Das ist es überall. Ich dachte, ich tue was Gutes. Ich wollte nur helfen. Jetzt entstehen durch unser Freundschaftstagebuch so viele Anti-Freundschaften. Ja. Oh, Twilight, das ist nicht deine Schuld. Natürlich ist es meine Schuld. Hätte ich es nicht vervielfältigt, wäre all das doch nie passiert. Ich habe meinen Freunden ihr Leben unerträglich gemacht. Ich finde, du bist viel zu streng mit dir selbst. Ach, wirklich? Oh oh. Raus. Raus mit dem. Ich weiß nicht mehr wohin. Ich muss so viel kochen und putzen und mich um die Familie kümmern. Ich habe keine Zeit mehr für was anderes. Zumindest lachen nicht immer alle, sobald du was sagst. Nicht mal ich möchte die ganze Zeit lustig sein. Ich sag euch was, meine Tage der Witzigbarkeit, Heit. Witzigbarkeit, Heit. Ihr denkt, ihr hättet Probleme? Ich weiß, ich bin unglaublich, aber ich kann nicht mal auf Toilette gehen, ohne dass mir irgendein Pony sagen will, wie cool ich bin. Rarity, was hast du da an? Meine Gefühle, liebes Stresskultur. Ich weiß nicht, was ich tue, wenn ich mich noch ein einziges Mal rechtfertigen muss. Entschuldige, Schatz. Ist Gewohnheit. Okay, also vielleicht durchleben sie gerade alle harte Zeiten. Trotzdem ist dir nichts vorzuwerfen. Doch, natürlich. Ich habe das Tagebuch veröffentlichen lassen. Und das ist... Leider ja. Das ist Twilights Schuld ein bisschen. Es ist nicht deine Schuld. Es liegt nur an den anderen. Sie konzentrieren sich auf die falschen Dinge und... Warte hier, ich habe eine Idee. Ich kann aber nicht mehr warten. Ich muss das in Ordnung bringen. Beide haben recht. Beide haben hier zu 1000% recht. Denn, ich habe ja auch schon gesagt, einerseits hätten die eigentlich das Buch nicht veröffentlichen dürfen, weil, und das folgt daraus, die nicht das dahinter sehen, hinter dem Buch, was es eigentlich bedeutet. Die hätten das umschreiben müssen, anders schreiben müssen und nicht genau deren Worte, wie sie es damals zu diesem Zeitpunkt geschrieben haben. Das ist ja auch nochmal so mit einem Unterschied. Liebe Ponys, bitte haltet ein! Prinzessin Twilight, ich bin vom Canterlot Chronicle. Kurze Frage. Wie erklärst du den Ponys, dass du überhaupt nach Ponyville gezogen bist? Ich wollte hier etwas über Freundschaft lernen und begann dieses Tagebuch zu schreiben. Ich habe etwas Zeit gebraucht, um es zu verstehen. Doch ich habe den Ponys, die hier neben mir stehen, zu verdanken, dass ich diese Lektion lernen konnte. Applejack, Pinkie Pie, Rainbow Dash, Rarity und auch Fluttershy. Und natürlich auch euch. Ich habe so viel Was ich meine ist, dass es den meisten Ponys sehr schwer fällt zu glauben, dass ihr sechs wirklich Freunde seid. Schwer zu glauben? Ja, sicher. Ich habe das Buch gelesen und muss sagen, dass deine Figur viel interessanter wäre, wäre sie in Canterlot geblieben. Wie bitte? Meine Figur? Wir sind echte Ponys. In diesem Tagebuch stehen nur Dinge, die uns wirklich passiert sind. Wir haben alle aus unseren Fehlern lernen können. Was ist mit Rarity? Wie sollen wir glauben, dass sie etwas aus dem gelernt hat, was sie da schreibt? Deshalb sind wir ja auch im Team, Dash. Rainbow ist die Einzige, die eigentlich nichts lernen musste. Sie ist eben viel zu cool. Oh Gott. Twilight war viel besser, bevor sie Flügel bekam. Dass Fluttershy so unglaublich schüchtern ist, kann man nicht glauben. Also ich meine, kommt schon. Ja. Ich weiß, wer die Lösung gehabt hat. Starlight. Sind Pinkie Pie und Applejack jetzt verwandt oder nicht? Ich wollte niemals perfekt sein, meine Fehler waren nicht zu übersehen. Niemand von uns ist vollkommen, das vorauszusetzen ist nicht schön. Kleine Fehler hat jedes Pony, wir fühlen uns stark dabei. Sind verschieden, doch halten zusammen, alles andere ist uns einerlei. Yeah.
will nach dem Lied im Original gucken. Okay. Das hat Starlight von, die war doch auch kurz weg. Verstehen die's? Habt ihr verstanden, Ponys? Keine von uns behauptet, perfekt zu sein. Ohne unsere Fehler gäbe es überhaupt keine Freundschaftslektion. Ohne unsere Fehler gäbe es wahrscheinlich überhaupt keine Freundschaft. Ja. Also, ist das zu fassen? Mädels, hier sind zwei Fohlen und ich glaube, ihr solltet den beiden mal zuhören. Wir wollten uns nur bei euch bedanken. Bei euch allen. Ja, in unserer Freundschaft, naja, gab es Probleme, bis wir euer Buch gelesen haben. Und nun haben wir gelernt, dass Freunde auch schwere Zeiten durchleben und am Ende gestärkt daraus hervorgehen. Wir sind jetzt bessere Freunde als vorher. Das ist schön. Wirklich? Oh, es bedeutet mir unsagbar viel, das zu hören. Danke für eure Geschichte. Die letzten Tage waren sehr hart, aber immerhin haben wir euch beiden geholfen. Und dafür haben wir all das gern durchgemacht. Ja, absolut. Trends kommen und gehen. Freundschaft hält für immer. Ich fand es ein bisschen nervtötend, dauernd zu hören, wie unglaublich ich bin, ohne was getan zu haben. Und wir können nicht ändern, was andere Ponys über uns denken. Aber entscheiden, welchen Einfluss das auf uns hat. Oder welchen Einfluss es nicht auf uns hat. Na, was ist? Lachen! Trotzdem sollten wir das mit denen da draußen noch irgendwie klären. Kennt ihr nicht schon? Das ist den Augenblick der Freundschaft. Die können noch etwas warten. Okay. Ich hab gedacht, irgendwie noch ein Vergessenszauber oder so. Ich höre euch hier gleich mal das Original an. Ja, wie fandet ihr die Folge? Schreibt es sehr gerne unten in die Kommentare. Sehr wilde Folge, wo ich das ja noch nicht mal irgendwie richtig vorher gesehen habe, was jetzt tatsächlich noch passiert. Aber schon doch ein bisschen zumindest die Grundidee oder was eben dann da mit sich zieht. Auf jeden Fall auch wieder ein schönes Lied. Zwei Folgen hintereinander mit zwei schönen Liedern, deswegen, ja, mal gucken, wo die Folge in meinem Ranking landen wird. Meine Lieben, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt sehr gerne in die Kommentare, wie gut und wie gut ihr diese Folge eben fandet. Ansonsten, lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und bis dahin bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff ab, Pfiff Tor. Ciao, liebe Top-Familie, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.